Herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier aus dem Presseraum der Krefeld Pinguine. Ja, die erste Pressekonferenz seit der Deutschland-Cup-Pause. Das DL2-Geschehen geht wieder weiter. Und um über die sportlichen Herausforderungen der nächsten Tage zu sprechen, sind zu meiner Linken Thomas Popisch, der Cheftrainer der Krefeld Pinguine, und zu meiner Rechten Maxi Adam, einer der Verteidiger der Krefeld Pinguine. Hallo Maxi, auch zum ersten Mal mit bei der Pressekonferenz mit dabei. Beginnen wir erstmal bei dir, Thomas. Wie schon gesagt, Deutschland-Cup-Pause, ein paar Tage, um mal ein bisschen andere Gedanken zu bekommen als Eishockey, nur dann wieder seit dem Wochenende der Einstieg ins Trainingsprogramm. Wie bewertest du die Trainingswoche? Ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, gerade wenn man die Abschnitte nimmt, und Deutschland-Cup-Pause ist ja immer so ein Abschnitt, erste Drittel der Saison ist vorbei, und dann haben die Jungs sich ja natürlich auch ein bisschen Regeneration, ein bisschen abschalten. Die meisten Jungs, glaube ich, waren ein bisschen unterwegs gewesen, und dann musst du ja wieder ins Training einsteigen, du musst Energielevel wieder hochfahren, und deshalb haben wir Samstag, Sonntag, glaube ich, zwei gute Einheiten gehabt, wo gute Intensität war, und dann sind wir ab Dienstag wieder in eine normale Trainingswoche gegangen. Und die Jungs haben versucht, gleich wieder von Anfang an ein hohes Tempo zu gehen. Versucht wirklich schon wieder in diesen Rhythmus zu kommen, in die Intensität. Und das, was du gerade jetzt nach einer Pause, ist zwar immer bloß ein Wochenende, aber trotzdem hat man in den letzten Jahren gesehen, dass nach der Pause immer so ein bisschen, erstmal ein bisschen schwer ist, wieder reinzukommen. Und deshalb ist es wichtig, diese Trainingsintensität zu haben. Denkst du jetzt rückblickend, natürlich, man kam durch mit zwei guten Spielen eigentlich in diese Pause rein. Ist es für dich als Trainer vielleicht jetzt ein unglücklicher Zeitpunkt gewesen für die Pause? Oder denkst du, nee, die Jungs haben sich da so fokussiert und haben dann einfach auch die Pause verdient gehabt? Genau, das ist immer der Punkt. Also klar gibt es jetzt immer wieder einige Leute, die sagen, wenn man Lauf hat, will man den ausnutzen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man für eine lange Saison, dass die Jungs im Kopf frisch sind und deshalb so eine Pause haben. Wenn du natürlich eine andere Serie hattest, bist du manchmal froh, wenn die Pause kommt, dass du vielleicht nochmal so einen Reset-Knopf drücken kannst. Aber ich glaube, für uns ist es wichtig, wir haben gerade im ersten Drittel der Saison dieses Selbstvertrauen, Selbstverständnis aufgebaut. Die Mannschaft hat Glaube, Vertrauen in sich selber, und das ist jetzt nach der Pause nicht weg, sondern du musst wieder dran arbeiten, und wird dann für die nächsten Wochen wichtig sein, dass die Mannschaft zusammensteht, und gerade wenn kleine Verletzungen waren, auch die auskuriert wurden. Maxi, für dich natürlich dann auch jetzt die Möglichkeit, mal so ein paar Tage einfach wegzukommen und ein bisschen vielleicht die Gedanken anders zu platzieren. Wie ist deine Einschätzung jetzt von der Trainingswoche gewesen und auch, sag ich mal, von der Woche vorher einfach da, wo du ein bisschen runterkommen konntest? Ja, also ich fange mal an mit der Woche, die wir frei hatten. Ich war zu Hause bei meiner Familie, bei meinen Eltern. War eine schöne Zeit. War auch gut, einfach wieder ein bisschen runterzukommen, ein bisschen die Batterie wieder aufzufüllen. Und dann hatten wir Samstag und Sonntag schon zwei gute Einheiten. Dann nochmal Montag mit dem Tag frei. Und jetzt den Rest der Woche haben wir, glaube ich, auch gute Qualität im Training aufs Eis gebracht. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir am Wochenende direkt wieder da sind. Ja. Für dich jetzt das erste Drittel oder der Saison. Ich habe mir nochmal die Statistiken genauer angeguckt. Du bist jetzt, stehst zurzeit plus 5, hast hinter Davis Van Dane die zweitmeiste Eiszeit von allen Pinguine-Spielern im Schnitt und auch in der Totale. Merkst du das auch, dass sich deine Rolle in dieser Saison zur ersten Saison so ein bisschen verändert hat? Oder denkst du einfach, es ist in der Breite vielleicht ein bisschen einfach besser aufgestellt? Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich meine Rolle groß verändert hat. Ich denke, ich habe auch in der letzten Saison viel Eiszeit bekommen. Das sind manchmal einfach Momententscheidungen auch. Ich glaube, es lief dann im ersten Drittel jetzt auch bei mir und Rifi gerade im PK auch ganz gut, dass wir da sehr gut standen und da auch sehr viel Eiszeit dann bekommen haben. Und dadurch hat sich das einfach so, denke ich mal, ein bisschen ergeben. Wir gehen einmal in die Fragerunde gerne. Ja, Thomas, du hast ja wahrscheinlich in der Pause dich auch ein bisschen mit Statistik beschäftigt, so von den Spielern. Ist dir da irgendwas aufgefallen, was du jetzt vielleicht dadurch verändern willst nach der Pause? Du kennst ja mit den Statistiken, ne?
Nein, ich persönlich versuche immer, wir haben natürlich sehr viele Informationen, das sind sehr viele Nummern, die wir haben, die wir bekommen. Wenn du Auffälligkeiten hast, versuchst du schon auch mit Videos dann nochmal zu bestätigen, abzuklären. Also habe ich einfach gelernt aus den früheren Jahren, dass man einfach manchen Spieler vielleicht auch anders betrachtet, falsch betrachtet, dass man da nochmal so eine Rückmeldung bekommt. Aber das ist jetzt nichts da, wo wir jetzt auf den Punkt hingehen und sagen, wir müssen jetzt da und da verbessern. Was ganz klar ist, glaube ich, von uns ist, wir haben als Team sehr viel mehr, auch in letzter Zeit mehr Ozone-Time kreiert, noch nicht genug Schüsse, die wir da produziert haben. Wir haben neutrale Zone ohne Scheibe, da müssen wir uns nach den Nummern einfach nochmal verbessern. Aber unser System ist ein bisschen anders aufgebaut, deshalb ist wiederum unser D-Zone-Pack-Retrieval besser. Also die Sachen kontrolliert man schon, aber größere Auffälligkeiten sind jetzt nicht, dass man jetzt sagt, wirklich auf den ein oder zwei geht man hin. Eher Einzelne wieder im Team die Aufgabe, die sie haben, also Verteidiger in den Breakout-Situationen, die Stürmer in O-Zone, Banden, Board-Battles, wo wir uns verbessern müssen. Heute Überzahl ein bisschen verändert wieder. Soll das jetzt so erstmal bleiben oder war das nochmal ein Test heute? Das sind immer so Aufnahmen, Momentaufnahmen, wir sind noch nicht so richtig da, wo wir hin wollen und probieren natürlich einige Sachen. Manchmal kommt auf einmal so ein Erlebnis, aber ich denke jetzt, wenn wir es jetzt ganz ehrlich nehmen, haben wir schon am letzten Wochenende so gespielt. Jetzt war Freiburg bisher in der zweiten Liga für Krefeld so ein bisschen Angstgegner. Da haben wir, glaube ich, nur ein Spiel gewonnen im ersten Jahr. Was erwartest du von Freiburg? Ja, meine Angstgegner ist die eine Sache. Ich glaube, Freiburg spielt immer, und das über die Jahre hinweg, in welcher Liga sie auch sind, es ist immer eine technisch gute Mannschaft. Die haben immer viele Spieler, die Eishockey spielen können, nicht jetzt so schematisch im System spielen, sondern sehr viel individuell. Und deshalb ist es da manchmal relativ schwierig, sich darauf einzustellen, weil auf einmal stehen sie mit vier Leuten vorm Tor, dann sind sie wieder hinten mit. Und da müssen wir uns darauf einstellen, weil sie haben auch, hier hat man ja gesehen im ersten Spiel, sie haben sehr, sehr gute Eishockeyspieler drin. Sie können sehr viel Ozone kreieren. Und das ist, was ich natürlich jetzt erwarte. Und sie haben einen Trainerwechsel gehabt, wenn ich mir die Spiele angucke, sind noch im Vorcheck noch einen Tick aggressiver. Also das heißt, wir müssen wirklich unsere Verteidiger gut unterstützen, dass wir die Scheiben rausbekommen, dass wir eben nicht die Zuschauer da noch mit reinkommen lassen, dass sie Momentum bilden. Und sind die Sachen, die wir eigentlich immer machen wollen, auswärts. Aber gerade jetzt nach einer Pause und in Freiburg noch sauberer, noch extremer. Die Grundformationen bleiben jetzt erstmal so wie vor der Pause in den Reihen. Ja. Ist möglich, ja. Gut, Maxi, du bist ja auch ein alter Hase. In Freiburg habt ihr letzte Saison gespielt. Wie ist so dein Eindruck jetzt von der Mannschaft oder was kannst du im Rückblick sagen zu den Spielen da in Freiburg? Fragst du jetzt letzte Saison Freiburg? Ja. Letzte Saison Freiburg, auf jeden Fall sehr neblig. Ich war ja dann im Januar schon, meine Saison war ja im Januar schon beendet. Nein, aber wie Thomas schon gesagt hat, Freiburg hat definitiv immer sehr gute Einzelspieler auch dabei, die auch einfach sehr abgekocht sind mit der Scheibe. Und da müssen wir natürlich drauf aufpassen und müssen vor allem halt wirklich in unserem System bleiben, dass wir alle fünf auf dem Eis wirklich das Gleiche machen. Jetzt bist du ja mehr so ein Augenfuchs gewesen. Was erwartest du dann jetzt am Sonntag im Heimspiel von Weißwasser? Ja, Weißwasser ist auch immer eine gefährliche Mannschaft. Die haben auch gute Einzelspieler drin, die wissen, wo das Tor steht. Und ich denke, auch da kommt es wieder auf eine sehr kompakte Mannschaftsleistung von uns an. Ja, hin und wieder mal der eine oder andere, aber jetzt sehr, sehr enger Austausch jetzt nicht. Wenn man so vor der Pause gegen zwei Mitfavoriten um den Titel spielt und man gewinnt, spricht man so in der Kabine jetzt auch so ein bisschen darüber,
wie das Saisonziel jetzt, ob das Saisonziel jetzt so bleiben kann oder ob man ja vielleicht sogar als Favorit ins nächste Drittel geht. Wir haben als Team beschlossen, dass wir ein Top-4-Team sein wollen und das ist nach wie vor unser Anspruch und natürlich wollen wir auch in den Spielen gegen die Top-Favoriten wie Kassel und Dresden wollen wir natürlich auch unser bestes Eishockey aufs Eis bringen und die Spiele gewinnen. Ja, Thomas, wie immer die Frage zum Thema Torhüter. Alle Torhüter werden zum Einsatz kommen, ja? Okay. Ja, und zu den jungen Spielern, dürfen die mit nach Berlin fahren zum Spiel der DNL? Schützi wird morgen bei uns spielen und Karl und Foxy spielen in Duisburg. Genau. Also noch eine Personalie, gibt es irgendwie Zeichen, dass der Jerome vielleicht mal wieder im Training einsteigt? Also grundsätzlich muss da medizinische Abteilung oder andere Auskunft, also zurzeit ist meine Information, dass er immer noch im Krankenstand ist und da sich nichts geändert hat. Zuschauerzahl. Ja, perfekt, weil dann kann ich meinen kleinen Zettel noch mal ein bisschen abarbeiten. Zuschauerzahl liegt zurzeit im Vorverkauf bei 4.100 Zuschauern. Davon sind 700 in diesem Tag der Schulen, also am Sonntag ist Tag der Schulen. Den haben wir in den vergangenen Jahren auch schon gemacht. Das heißt also, dass dort sich im Vorfeld die Schulklassen oder Schulen wurden angeschrieben und konnten dann für einen, exklusiven Preis sich die Karten sozusagen für im Gruppenrabatt sozusagen sichern. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist ja, dass zurzeit und auch nächste Woche der Weltvorlesetag stattfindet. Und da haben wir als Krefeld-Pinguine auch einige Aktionen, die wir gerne unterstützen. Das beginnt morgen tatsächlich. Da sind wir in den Kindergärten an der Steckendorfer Straße und an der Viktoriastraße. Da werden Kevin, Christian Erhoff, meine Wenigkeit und Simon Ahrens plus, und das kommt dann immer auch auf die Aufstellung an, noch ein paar von den Spielern da sein. Das wird spontan noch entschieden, wer da sein wird. Dann abends, das freut uns natürlich sehr, dürfen wir nochmal Nadine Dorsemagen, die Autorin unseres oder des gemeinsamen Buches Kevin und die Krefeld-Pinguine, darf die Frau Dorsemagen ebenfalls zusammen mit Kevin und Christian Erhoff im Sylter Eis Café auf der Uerdinger Straße vorlesen. Die Veranstaltung fängt meines Wissens nach um 17.30 Uhr an. Also die ist auch im Prinzip im Zugang dann frei. Kindergarten natürlich nicht. Und dann zu guter Letzt, was im Sinne des Vorlesens stattfinden wird, nächsten Dienstag tatsächlich am 19.11. Da haben die DL2, die Jaila Arena und die beiden Krefelder Vereine, also KV81 und Krefeld Pinguine, laden da zum Vorlesen ein. Und zwar Sabine Hahn, ebenfalls Kinderbuchautorin. Die Eishockey Kids ist von ihr erschienen und da sind die U11 bis, oder beziehungsweise andersrum, U7 bis U11 des KV81 eingeladen und auch die Kids Club Mitglieder. Das heißt also, wenn ihr als Kids Club oder wenn ihr noch nicht im Kids Club seid, dann gerne nochmal im Kids Club anmelden, sodass ihr dort euch anmelden könnt. Informationen gehen da an den Kids Club Verteiler später heute Nachmittag raus. Na, also da sind die Positionen oder die Plätze sind da begrenzt, also da dann schnell sein. Gut, ansonsten viel Vorlesen für uns angesagt. Spiellesen ist dann für Freitag und Sonntag angesagt. Ja, danke für eure Zeit. Danke Thomas, danke Maxi. Danke natürlich auch den Pressevertreter hier vor Ort und natürlich auch an die Sport Deutschland TV Zuschauer. Ja, wir sehen uns dann spätestens hier am Sonntag in der Jahl Arena. Bitte. Bis dann.